Bereits zahlreiche Wangenaufbaukombinationen haben wir hier gezeigt und eine der häufigsten Behandlungen ist hier die Kombination der Dreierlinie, das heißt der Wangenaufbau jetzt, was wir hier gerade zeigen, und der Gesichtsverschmälerung und dann der Jawline-Aufbau, also das heißt die Unterkieferregion, so dass es dann eine sehr S-förmige und sehr attraktive Gesichtsform darstellt am Ende. Man sieht hier die initiale Unterspritzung und jetzt geht es in die Jawline rüber. Das ist so die erste Behandlung. Meistens kombinieren wir das noch mit einer weiteren Behandlung, Session. Also das heißt, nach 10 Tagen kommt die Patientin nochmal und dann wird geschaut, dass es auf die natürliche Art und Weise nochmal aufgebaut wird. Man kann so einen sehr schmalen Gesicht bekommen und allein durch diese Kombination und am Ende sieht es sehr natürlich aus, wenn man das auch noch unterstreicht. Natürlich vorausgesetzt, es ist von einem Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie durchgeführt worden, der auch die notwendige Erfahrung hat.